Jontalo und herzlich willkommen auf unserem Kanal, sondern wir auf live. Ich bin der Digi-Held und da hinten ist mein Schloss. Ja, so sieht es aus. In der letzten Folge sind wir hier hingelaufen, hier in die Arme dieser großartigen Statue. Um dann halt festzustellen, dass wenn man diesen Typen anquatscht hier, dass es dann halt weitergeht mit der Story, aber man halt irgendwie keine Gelegenheit mehr hat mit dieser Syrina zu sprechen. Oder Sylana, mit der Sylana zu sprechen, mit der Schwester Herzogin. Mit anderen Worten, ich bin hier total verkehrt. Optional, sprich mit Sylana. Das ist praktisch da hinten das, was halt so fett markiert ist. Was hat mich irgendwie ein bisschen jetzt irritiert, weil ich dachte, das Optionale ist halt praktisch das, was man letztendlich selber erreichen muss, während halt das Primäre dann auch primär schon fokussiert ist und so. Weil es ist ja das Primäre so. Aber egal. Optional, sekundär. Tja, egal. Habe ich dann wohl in den falschen Hals gekriegt. Das Problem ist, ich habe das bestimmt schon mal gewusst. Aber da ich halt irgendwie so lange Spielpausen immer dazwischen habe, vergesse ich solche kleinen Details dann immer wieder gerne mal. Und das führte dann zu lustigen, teilweise aber auch für mich persönlich sehr ärgerlichen Sachen. Ereignissen. Und ja, das kann dir da aber egal sein. Wenn du Spaß daran hast, dann ist das gut. Wenn ich keinen Spaß daran habe, dann ist das egal. Es geht ja nur um das Publikum. Es geht hier nicht darum, dass ich hier Freude habe, ne? So. Ist natürlich auch Unsinn. Also, oh, hier ist noch ein bisschen Blut. So, das ist hier das Eingängchen. Da müssen wir mal rein, denke ich. Und die ganze Zeit habe ich immer noch diese Klamotten an. Ich habe kein Schwert, gar nichts, ne? Schwert nicht. Also zumindest habe ich keinen Schaden. Ohne Schwert fühle ich mich irgendwie nackt. Hübsch hier. Das ist wieder eins von diesen Gebäuden, in dem man das durchaus auch mal ein bisschen länger aushalten kann. Oh! Halt! Ich muss dringend mit Sienna sprechen. In welcher Sache? Ich muss mit ihr reden. Es ist wichtig. Reden kannst du mit deiner Oma beim Tee, nicht mit einer Gefangenen der Herzogin. Ohne Sondererlaubnis ist nichts zu machen. Punkt. Ich bin auf Informationen gestoßen, die in ihrem Fall wichtig sind und geklärt werden müssen. Dringend. Ach, na gut. Du bist der Hexer, der die Morde aufgeklärt hat, nicht? Dann gebe ich dir die Erlaubnis, aber nur ein paar Minuten. Ich werde mich kurz fassen. Tja, ein bisschen Ruf tut gut. Optional. Folge der Wache zu Sianas Zelle. Der Hexer redet mit der Gefangenen. Ihr könnt kurz Pause machen. Wenn's nur ein Moment ist, ganz schön vorschriftswidrig. Bist du gekommen, um nach mir zu sehen? Es geht mir gut, danke. Artorius Band hat Wunder gewirkt. Schade, dass sie es mir weggenommen haben. Ich weiß, wer das fünfte Opfer werden sollte. Meine Güte, kannst du denn das Schnüffeln nicht lassen? Ich sitze im Kerker. Detlaf ist tot. Reicht das nicht? Sienna, hör auf, so zu tun, als wäre dir alles egal. Ich weiß, dass du Theater spielst und du wirst nicht besser. Warum wolltest du sie umbringen? Na, na, na. So ein gerissener Detektiv fragt nach dem Offensichtlichen. Komm schon, Geralt. Was glaubst denn du? Weil sie dich im Stich gelassen und jedes Andenken an dich verbannt hat? Bravo, Geralt. Wieder ein Rätsel gelöst und deine krankhafte Neugier gestillt. Und jetzt?
Läufst du mit deiner Entdeckung zu Anna Henrietta? Sie ist nicht mehr in Gefahr, aber vielleicht legt sie ja trotzdem was drauf auf deinen Lohn. Natürlich sage ich es ihr, wenn auch nicht des Geldes wegen. Warum denn dann? Sie muss es wissen. Und sei es, weil du es bestimmt wieder versuchst, falls sie dich rauslässt. Das kann schon sein. Vielleicht könntest du kurz aufhören, dir selber Leid zu tun und erwägen, ihr zu verzeihen? Warum sollte ich? Um der alten Zeiten willen. Ihr habt euch mal geliebt? Bitte. Ich weiß nicht, wer dir solchen Schwachsinn erzählt hat, aber... Ich habe das Tagebuch eurer Gouvernante gelesen. Ihr wart unzertrennlich. Anna Rietta hat dich zwar bisweilen in Schwierigkeiten gebracht, aber sie ist auch für dich eingestanden. Wenn du Albträume hattest, war sie die Einzige, die dich beruhigen konnte. Die Zeit nagt an unseren Erinnerungen und verdreht sie. Manchmal bleiben nur die Guten und manchmal nur die Schlechten. Wenn sie mich geliebt hat, warum wollte sie mich dann loswerden und vergessen? Frag sie doch. Weiß ich nicht. Aber du könntest sie fragen, anstatt ihr Monster auf den Hals zu hetzen. Es gibt nichts, was sie sagen könnte, was ihre Untat mir gegenüber ändern oder auch nur rechtfertigen würde. Vielleicht. Aber es gibt auch nichts, was deine Untaten ihr und ganz Toussaint gegenüber rechtfertigen würde. Und doch hat Anna Henrietta dich nicht aufgegeben. Es war dein Ernst im Land der tausend Märchen. Du willst unbedingt ein gutes Ende, was? Und wir alle leben glücklich bis an unser Ende. Geh schon, Hexer. Sonst heften sie deinen Orden noch einem anderen an. Das wäre echt furchtbar. Leb wohl, Sienna. Kommandant de la Tour will dich sehen. Können wir direkt gehen? Zuerst muss ich was erledigen. Ich schaue danach vorbei. Na gut. Hey. Mal nicht so harsch hier. Ich muss nochmal zum Friseur. Ich kann euch jetzt eigentlich unmöglich so... zu diesem Festival-Dings da gehen, zu dieser Zeremonie, von der alle Leute reden. Das ist wirklich ein sehr, sehr dunkler Knast hier. Oh Mann, jetzt komme ich hier raus und muss feststellen, die Sonne geht schon unter. Was durchaus bedeuten kann, dass ich gar nicht rechtzeitig zum Friseur komme. Was? Nein. Ach so, das ist schon näher ran, geht nicht. Okay. Händler, Großmeister. Zum Teufel ist der Friseur? Wollt ihr mir jetzt ernsthaft erzählen, es gibt hier keinen? Eine Quest haben wir doch. Das ist doch ein bisschen was für unser Nebenschauplatz.
Echt jetzt? Gut, gehen wir erstmal hier hin und dann zur Schere nach oben. Ich finde, das muss sein. Und dann machen wir die Zeremonie. Ich wollte mich gerade um Kopf und Kragen reden. Ja. Irgendwie habe ich schon ein bisschen das Gefühl, das Spiel geht dem Ende entgegen. Ich soll einen Orden kriegen. Ich meine, hallo. Kennt man doch von Star Wars, oder? Alles steht da. Die Leute kriegen ihre Orden. Dann kommt der Abspann. Aber nicht ohne, dass ich vorher beim Friseur war. Stock und Peitsche für die Aufrührer. Unsere Herzogin wünscht Ruhe und Frieden. Hast du unseren Kollegen Jean-Louis Ludovic gerettet? Hut ab. Hut ab? Haare ab, Junge! Willkommen, guter Herr. Ich brauche ein bisschen Pflege. Ein bisschen Spitzen schneiden. Ein Schnauzer und einen kleinen Zopf am Kinn hätte ich gern. Runter mit der Ehrlichkeit. Oh, das war's. Ich habe keine Zeit mehr. Bis dann. Verjüngung, Anti-Schuppenbehandlung. Endlich kehrt der Ritter heim. Doch was muss er? Stock und Peitsche für die Aufrührer. Oh, da ist er wie gewesen. Also. Danke, danke, danke. Jan! So, dann wollen wir mal. Da geht's lang. Oh, guck doch mal hoch. Danke. Hey! Herr de Perrin reitet nicht mehr. Was für ein Retter. Und da ist er. Jetzt können wir ihn anstecken. Runterschubsen. Nein. Ansprechen. Und das tun wir dann auch. Gleich in der nächsten Folge. Grauenhaft. Jo. Ciao.